So, ein herzliches Willkommen zurück zum pädagogisch wertvollen Doom Mod Project Brutality. Jawoll. Haha. So, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte sagen. September 25. Es gibt nur diesen Kandidaten. So. Bäm. Ach ja, mit dem Pflaster auf dem Auto. So, krieg dich ein PC, danke. Gut. Muss doch irgendwo noch Secret sein. Wer weiß, wo die alle sind? Ich weiß es nicht. Hoffentlich finde ich sie irgendwann alle noch, sonst müssen wir nochmal zurück und die irgendwann holen. Ich will die Dual Wield haben. Ich kann es gar nicht abwarten. Hui! Au, 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 au. Machen wir mit dem. Bam. So. Ich bin noch unschlüssig. Bam. So. Das wärst du. Hatte ich nicht auch schon Berserk? Ich glaube, ne? Warte. Jetzt kommt eigentlich so eine nervige Kako. Der Kako nervt jetzt. Den mache ich jetzt mal platt bei. Komm, nächste Kako. Was ist das nicht? So, ich mach jetzt erstmal Platz. So. Hier, das liebe ich. Das ist so ein geiler Fatality, ey. Nee. Ich meine, Horn abreißen und dann Spaß haben. Ich liebe das. Was kann es Schöneres geben als diesen Fatality? So. Was macht mein... Oh, der hat aufgegeben. Wer hat ihn umgebracht? War ich das? Oder die Monster? Wir können das mal überspeichern. Und zwar... Ja, den können wir überspeichern. Das macht sich ganz gut. So, tadam, tadam. Ha, Jungs, was ist hier, hier unten denn so? Spinne ist auch tot. Soll ich da jetzt runter? Aber was ist mit all den Secrets? Da bin ich noch sehr unschlüssig. Au! Oh. Das tut doch weh. Jetzt bin ich hier. Von der Theorie her könnte man hier einen Mega-Battle jetzt hinmachen, ne? So ein XXL-Battle. Muss mit meinen Saves natürlich ein bisschen aufpassen, denn falls ich
Die brauche ich dringend. Ein bisschen Granaten-Otto ist hier auch. Die war nämlich ziemlich runter, der Raketenwerfer. Aber das gibt mir doch nicht ohne Widerstand, oder? Kann mir niemand erzählen. So, wir speichern noch mal drüber. Mach ich denn mit dem mal? Die sitzt da sehr scheiße. Kann man die... Die ist auch nicht so harmlos wie bei den alten Jugends, ne? Bei den Originalen. Fuck. Ja, ich glaub's dir. Ich glaub's dir, Spinne. Ich glaub's dir. Ich weiß ja, dass... Ich weiß, dass es dich gibt. So. Aber ich glaube, damit bin ich schon mal ganz gut dabei. Jetzt nochmal einen schönen Punch fürs Herz. Müsste erstmal rankommen, ne? Was macht denn die? Was macht denn die eigentlich? 2, 8, 12? Jetzt kriegst du mal sowas. Gar nicht schlecht. Au, lass mich in Ruhe. Ey, echt gar nicht schlecht, Alter. Die ist gut, die Waffe. Ist getroffen. Ja, aber den Rest möchte ich stylisch machen. Die hat doch nur 996, komm, das schaffen wir. Das machen wir jetzt ganz stylisch. Wie ein echter Doomguy sterben wir. Nee, das ist mir jetzt doch zu viel Verlust. Normalerweise habe ich ja gesagt, ja gut. Wenn wir die Regel einhalten wollen, dürfen wir aber auch nicht solche Risikos machen, ne? Das hätte ich dann ja sonst nicht gemacht. Also, ja. So. Gut. Also, das müssen wir uns merken. Die Waffe ist Gold wert. Eieiei. Mein Gott, ist sie stark. Das ist ja... Huhu. Also, wirklich mal stärker als ich dachte. Nicht schlecht. Guck mal, eine Waffe für alle Fälle, die vielleicht... Nochmal Automatik, jo. Das ist eine Allround-Waffe, mit der man schießen kann. Wenn man nicht weiß, was man schießen soll. Zack. So. Großes Level, muss man ja echt sagen. Das muss sehr aufwendig gewesen sein zu machen. Hi. Boom. Nur das Beste für einen Imp. So. Da-da-dam. Ach du Scheiße, ne? Alter, seht euch das an, wie geil diese... Kann man die benutzen? Leider nicht.
Aber das ist ja... Oh, ich ziehe aber gerade ordentlich Schaden mir rein. Na, wer macht das Rennen? Bin gespannt. Er hier. Boah. Danke. Meine Panzer funktionieren. Aber ich will selber benutzen. Okay, das ist wieder alles voll, das Zeug. Ich will aber auch fahren. Nicht nur ihr. Ist ja ärgerlich. Will auch Panzer fahren. Aber voll cool, ne? Kann man echt mal sagen. Die Waffen müssen sich echt vormerken, das ist echt nice. So, wie sieht's mit der Durchladung aus? Das sieht alles ganz gut aus. Außer er hier. Außer er hier. Oh, ich habe schon so viele Waffen. Echt unsicher bin. Immer was ich als... Ja. Ich meine, relativ unsicher bin, was ich nehme bei manchen Situationen, wie auch zum Beispiel bei dieser hier. Gar nicht so einfach teilweise. Bam. So. Gut. Zerschnippeln müssen wir sie ja trotzdem. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Eine Railgun habe ich noch nicht. Ich habe es ja schon durchgeguckt. Also kann es auch nicht auf einer Taste belegt sein. Ne, ne. Ich würde so gerne mal eine Railgun haben. Das wäre echt noch das, was fehlt. Oh, ich habe mehr getötet als... Ja, das ist cool, ne? 226 von 225 Monster getötet. Oh, hier ist noch einer. Boom. Ah. Es geht wahrscheinlich gleich die Secret-Suche los. Oh, ich hatte es erwischt. Ich habe euch auch nicht sonderlich gut beschützt, ne? Das muss man auch dazu sagen. Hier wird es eng. Nehmen wir die. Oder wir können ja auch die nehmen. Was geht denn hier ab? Okay. Spannend. Oh, Scheißhäuser. Meine Lieblingsaufgabe, Scheißhäuser kaputt machen. So. Jetzt müssen alle ins Pissoir kacken.
Hat doch auch was Gutes. So. Sie haben sich ja richtig gut barrikadiert hier. Und trotzdem sterbt ihr immer weg. So. Den Marine Captain soll ich ansprechen. Okay. Kannst mich mal, ich will hier noch Secrets haben. Und daran erkennen wir schon, wir haben sie nicht alle. Oh, hier ist auch noch was. Geil. Das finde ich echt Hammer, ey. Echt cool, muss man wirklich so sagen. So. Jetzt sind die Secrets noch das Problem. Wo sind denn die überhaupt? Ja, ich glaube, hier bin ich sowieso verkehrt. Da muss ich wahrscheinlich eh wieder zurück. Obwohl, hier ist ja auch noch was, oder? Nee, nicht wirklich. Die Frage ist natürlich, kommt man denn überhaupt wieder zurück? Da habe ich auch so ein bisschen meine Zweifel. So, machen wir mal die Texturierung aus und dann gucken wir mal, ob ich hier irgendwas finde als Hinweis. Aber ich glaube, ich habe die Secret-Raum-Darstellung sowieso nicht an. Weil das nochmal zu viel verraten hat. Aber jetzt können sie natürlich überall sein. Ja gut. Hier komme ich nicht runter ohne Fallschaden. Doch. Das geht. Die Frage ist nur, wie komme ich wieder raus? Aber ich glaube, ich muss das sowieso dann außerhalb Aufnahme suchen. Weil ich glaube, das finde ich nicht auf Anhieb. Geschweige denn, ist natürlich die Frage, wie man hier wieder rauskommt. Und ich glaube, das geht nicht mehr. Na gut, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich suche eben die Secrets. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe die Secrets. Aber dann muss ich tatsächlich für zum Anfang zurück. Ich werde es jetzt aber nur noch zeigen. So. Weil ich ja jetzt dafür cheaten muss. So. Aber wirklich was verpasst haben wir da nicht. Das sei schon mal vorweg gesagt, weil die. Na gut, die Zellmunition hätte ich gebrauchen können. Los jetzt nicht. So. Und zwar einmal ist dieser LKW da drüben. Und ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll.
wenn ich da rüber ging, es nicht. Er springt halt auch nicht, wenn ich das will, ne? Das macht er halt auch nicht. Der tut halt wie so ein Vollidiot einfach sich runterfallen lassen. Wollte an den Zaun entlang gehen, hat nicht funktioniert. Da kriege ich einfach nicht den Schwung darüber. Also ich weiß nicht, wie das auf normalen Wege gehen soll. Mit Rocket Jump habe ich es jetzt hingebekommen. Wo auf dem normalen Wege? Na, das versuchen wir. Das versuchen wir hier drauf einen Strafe ran zu machen. Weil das echt best. Das könnte zwar funktionieren, aber versuch das mal. Boah, ist da so viel extra Speed, die man da durchkriegt. Ich fall da nur runter, das ist halt das. Ich glaube, das wird mir nicht gelingen. Aber ich frage mich. Was ist der reguläre Weg? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gedacht ist, dass man da einen Rocket Jump runter macht. Kann auch irgendwie ein Sinn der Sache sein. Wenn da so ein scheiß Rocket Jump machen. Oh, ich werd bescheuert. Dass man das nicht. Irgendwie hinkriegt, dass man damit Strafe-Jump rüberkommt. Weil geradeaus bin ich ja sowas von langsam. Geht sowieso nicht, weil ich dann an der Decke festklebe. Also so wird's gehen, also quasi so. Ja gut. Wenn ich das überleben würde. Das habe ich jetzt aber gerade nicht. Ach komm, lad schneller, Junge. Na gut. Jedenfalls kommt man da mal normalerweise mit Rocket Jump hoch. Aber nicht, wenn ich jetzt daran verrecke. Naja, whatever, ich zeige jetzt das zweite Secret natürlich. Und das war eigentlich dämlich, dass ich da, dass ich das nicht direkt gefunden habe. Weil. Das ist dämlich gewesen. Das hätte man auch wirklich finden können. Und zwar ist das ganz am Anfang hier diese Geschichte. Aufs Auto, über den LKW rüber und das hier ein Berserkbeck. Wenn der springen würde! Aber wie früh muss man denn hier auf die Springen-Taste drücken, damit der auch wirklich noch springt? Holy moly. So. Der hätte ich also direkt zu Anfang schon einen Berserk haben können. Schade, das wertvollste Secret nicht mitgenommen. Na gut. Ja. Nicht weiter schlimm. Nur die um die Zelt, das ist schade. Gut, dann werden wir jetzt mal mit dem Commander reden. Wo war denn der jetzt noch hier drüben, ne? Ne, nicht im Scheißhaus, der war hier. Da. Dann labern wir mal mit dir. Na, vielen Dank, dass wir mal drüber geredet haben. Das war ja ein nettes Gespräch. Aber vielleicht kommt ja ein Intermission-Text. Wow, das ist meine Zeit, die wir für das Level gebraucht haben. Und wir haben ein Monster mehr getötet als maximal vorhanden sind. Das ist doch super. So, ja, das war Industrial Destruct. Jetzt geht's weiter mit
Oh, Warzone, das habe ich, glaube ich, in dem Trailer gesehen. Das ist, glaube ich, ein richtig geiles Level, auch mit Fahrzeugen und so. Da bin ich mal richtig gespannt auf das nächste Mal. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich gucke jetzt nochmal eben, ob es hier einen Intermission-Text gibt. Wenn nicht, sage ich schon mal Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal. Es gibt einen Intermission-Text. You reach an evac center with hundreds of civilians waiting for an extraction. You find the marine captain, which informs you the situation. There is a huge portal at downtown Los Angeles spawning a torrent of demons. Washington will authorize a full-scale nuclear assault if we don't secure the city in the following days. The UAC Marines are facing trouble to approach the portal. Seems like huge armies attracts the attention of the Hellspawn. The captain asks you to take all the ammo you can and try to breach their lines and secure the portal. He also sends a few Marines to accompany you. Also, du erreichst das Evakuierungscenter. Ja. Weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich das jetzt besser übersetzen soll. Naja. Mit hunderten von Zivilisten, welche darauf warten, Extraction, was vielleicht, wahrscheinlich, dass die gerettet werden oder entlassen werden, wie auch immer. Du findest den Marine Captain, welcher dich über die Situation informiert. Der ist ein riesiges Portal, at Downtown. Ja, Downtown. Wie übersetzt man Downtown? Keine Ahnung. Auf jeden Fall in der Stadt halt. Los Angeles. In Los Angeles also. Und ja. Und dieses Portal spawnt eine horrende Menge von Dämonen. Washington gestattet einen Nuklearangriff. Cool, wir haben auch eine Nuklearwaffe. Lohnt sich doch. In Washington das sogar gestattet, ist doch cool. Aber das ist natürlich auch nicht gut für uns, ne? Wenn Washington selber die Atomraketen losjagt. Denn dir steht nämlich, Washington erlaubt einen Fullscale, also einen vollflächigen Nuklearkrieg, Angriff, falls wir die Stadt nicht sichern in den folgenden Tagen. Also werden wir alle drauf gehen, ja. Dann nehme ich doch lieber meine eigene Atomrakete. Die UAC-Marinen stoßen auf ein Problem, das Portal zu erreichen. Scheint, dass große Armeen oder riesige Armeen ihre Beachtung wie übersetze ich das jetzt vernünftig? Scheint so, als würden eine große Armee von Monstern oder Höllenerscheinungen ihre Beachtung suchen. Ja, und der Captain fragt. Nee, der Captain möchte, dass du all die Munition mitnimmst, die du mitnehmen kannst, und versuche, ihre Fronten zu durchbrechen und sichere das Portal. Er tut auch ein paar Marines mir mitsenden, welche mir helfen werden. Ja, sinngemäß übersetzt, ich weiß, nicht perfekt, aber besser als manche Unreal Translocator-Texte habe ich es dann, glaube ich, schon übersetzt. So, ja, dann
wünsche ich ja viel Spaß mit dem nächsten Part, denn der wird geil sein. Also Warzone ist ein geiles Level, vermute ich ganz stark. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Project Brutality, dem pädagogisch wertvollen Doom-Mod. Bye bye.